Leute, ich begrüße euch zu einem weiteren Opening und zwar dieses Mal zu Extreme Force, dem neuen Display-Set. Und hier drin sind sehr, sehr starke Karten, beispielsweise Metal Foe Electrum, eine sehr heftige neue Support-Karte für halt die Pendulum-Monster, die Pendulum-Magicians, die aktuell Meta sind schon. Und die werden jetzt auf jeden Fall ein bisschen eskalieren wahrscheinlich. Und wir haben noch diverse andere coole Karten, wie den Draco Serpent oder auch Hatronate und so weiter. Da können wir auf jeden Fall coole Karten draus ziehen. Und die Magnites kommen hier raus, also ein sehr starkes neues Themendeck. Und gesponsert wurde mir das Ganze mal wieder von Gate to the Games, deswegen schaut bei denen vorbei. Link ist in der Beschreibung und denkt auch bitte an den Rabattcode, damit das Sponsoring noch lange weitergehen kann, das wäre sehr cool. Und dann würde ich sagen, fangen wir jetzt einfach mal an. Ich habe auch schon ein Loch reingemacht in die Folie, weil die ist sehr widerstandsfähig bei diesen, ja, neuen Displays. So, wir werden heute ein Display aufmachen und dann werde ich die Tage nochmal zwei Displays auf einmal aufmachen. Also wieder insgesamt drei, so wie ich es auch bei der letzten Hauptset-Serie gemacht habe, denn das macht schon Sinn. Weil dann sehen wir halt ein paar verschiedene Karten bei den Secrets vor allem. Und ich würde sagen, wir klappen das Ganze einfach mal auf und schauen dann mal hier rein, was wir denn Schönes haben. Ich muss sagen, ich mag eigentlich rote Display-Sets, ja. Von der Farbe her ist es auf jeden Fall ganz nice, aber dieses Monster hier sieht einfach nur kacke aus, finde ich. Ich finde auch diese Sneak Peek-Matte richtig hässlich, aber gut, ist nur meine Meinung. Ich würde sagen, wir halbieren das Display wieder und dann werden wir das so machen wie immer. So, dann lasst uns doch mal hier reinschauen. Ich bin gespannt, was wir ziehen werden. Wir haben wieder zwei Secrets, wahrscheinlich vier Ultras und einige Super Rares. Also da können wir auf jeden Fall einiges ziehen und ich weiß sogar, welche Karten die Shortprints sind dieses Mal. Los geht's mit Tinwinkelhund. Das ist ein neues Deckthema, von dem ich noch überhaupt gar nichts weiß. Also irgendwie ist es vollkommen an mir vorbeigegangen. Auf jeden Fall ein Thema, das vielleicht interessant werden könnte. Mal schauen. Dann haben wir Cynet Auffrischung, alles klar. Dann kommen wir zu Linkloch. Dann haben wir Techniken der geheimen Schriftrolle als Konterfalle. Dann Mech-Ritter, Roter Mond, die ist glaube ich nicht so stark, eine Rare von den Mech-Knights und das ist ein Deckthema, was quasi sich so ein bisschen auf die Spalten beruft, was sehr interessant ist fürs Link-Format auf jeden Fall. Und die können sich alle nacheinander von der Hand specialen so ein bisschen. Und das ist gar nicht mal so schwach, muss man sagen. Und man kann es auch sehr gut mixen mit beispielsweise Two Draco und so weiter. Da habe ich schon einige coole Decks gesehen, also das Deck hat auf jeden Fall Potenzial. Und die erste Holo ist, es kann nur einen geben. Und das ist so eine Art Grotzen-Match quasi, also mal wieder so ein Floodgate. Dann haben wir Kaliberkühlung von den Rockets, dann haben wir Aufsteigen Ei, okay, das hört sich komisch an im Deutschen, und Tinwinkel Spitzer Cerberus, alles klar. Als erstes Linkmonster, wir werden heute sehr viele Linkmonster sehen, denn einige alte Themen bekommen hier ihr Linkmonster, beispielsweise Kiefer oder auch Lightsworn. Und das war bitter nötig auf jeden Fall, weil sehr viele Themen haben die halt sehr dringend gebraucht, vor allem so Kiefer und so. Ich meine, ohne die Panel-Mechanik, also ohne die alte Panel-Mechanik, war Cleavor halt ein bisschen am Arsch, so ein bisschen. Aber jetzt geht's wieder so ein bisschen dank dem Link-Monster. Mal schauen. Dann geht's weiter mit Nagelschutz. Dann haben wir Ruf des Ernst in der Weltlers. Dann Stripping Partner, ein random Cybers-Monster. Da kommen ja nach wie vor einige raus. Ich finde, Cybers sollte so langsam mal zu einem wirklichen Typen werden, weil bisher ist es mehr so ein kleines Deckthema fast schon. Und das ist eigentlich nicht der Sinn der Sache, finde ich. Also, ich habe so ein bisschen die Angst, dass diese Cybers-Monster so ein bisschen wie die neuen Künstlerkumpel werden und die ganze Zeit random gespammt werden, obwohl sie nichts können. Das bahnt sich zumindest so ein bisschen an, habe ich das Gefühl. Dann geht's weiter mit mystisches Ungeheuer Schakal. Ich glaube, die werden nicht so stark werden. Das ist dieses Zauber-10-Marken-Deck-Thema. Es sah erst sehr stark aus, aber irgendwie bekomme ich davon mittlerweile nicht mehr so viel mit. Also, wenn ich dagegen gespielt habe, habe ich bisher immer gewonnen. Und ich hoffe, das wird kein Thema, was so ein bisschen outclassed wird von allem. Aber ich habe es bisher so ein bisschen im Gefühl. Dann haben wir Wendschrecken Kriegsheer. Sehr cool. Noch mehr von den Wendschrecken. Ich finde diese Karten so unfassbar hübsch. Das ist der Wahnsinn. Also, das ist sehr, sehr nostalgisch, finde ich, weil die sehen aus wie so richtig alte Yu-Gi-Oh! Karten. Mal wieder so ein richtiges Badass-Zombie-Thema. Und nichts, was irgendwie verspielt aussehen soll oder so. Das ist die nächste Super Rare. Hilfe, die rutschen so ein bisschen nah ans Display ran. Dann haben wir Tinwinkel, Beschützer, Weltvermächtnis, Weltschild. Das ist eine Karte für die Mech-Knights, eines dieser Artefakte, von diesen sieben Artefakten. Ja, hat auf jeden Fall eine coole Lore hinter sich und die Karte schützt so ein bisschen die Mech-Ritter im Endeffekt. Ich denke mal, dass die Karte so angedacht ist, aber ich denke mal, es gibt Besseres. Dann haben wir Rüstung des Parallelports, das war ja auch schon eine Promokarte in Circuit Break, ne? Ich glaube schon, die hatten wir eben ja auch schon mal. Und dann haben wir Daitans und ich glaube, das hier ist Digrapher, oder? Es gibt nämlich eine coole Backstory zwischen der DD-Kriegerin oder so und dem Typen hier. Und ich glaube, das sind wieder die beiden. Die beiden Karten werden immer wieder in Artworks aufgegriffen und haben dann quasi so eine kleine Backstory, so eine kleine Lore, was ich eigentlich immer ganz cool finde.
Generell muss man sagen, dass es in Extreme Force sehr viele sehr interessante Karten gibt, sage ich mal. Und ich hoffe mal, dass ich ein paar von denen bekommen werde. Und Platztausch ist eine von ihnen. Falls du mehr Life Points als dein Gegner hast, tausche deine Life Points mit deinem Gegner. Das ist so eine reine Fun-Karte. Die Karte kann eigentlich so gut wie gar nichts, aber in einigen Fun-Decks könnte das sehr interessant werden, muss ich sagen. Und das hier ist auch eine Shortprint übrigens. Dann haben wir Tinwinkelhund nochmal. Dann FA Testfahrt. Das wird die Consistency von FA auf jeden Fall hochschrauben, aber ich denke nach wie vor, dass FA nicht wirklich mithalten kann. Ich weiß nicht. Vielleicht unterschätze ich das Deckthema auch so ein bisschen, aber ich habe gegen FA noch nie verloren. Das ist echt schlimm. Wir haben zurzeit sehr viele Deckthemen, die einfach in die Low-Meter reingesplasht werden, die aber dann doch nicht wirklich Fuß fassen können. Und ich befürchte so ein bisschen, dass es mit FA genauso laufen wird, aber der Support hier ist auf jeden Fall vielversprechend, deswegen hoffe ich mal, dass es ausreichen wird. Dann haben wir Yokozuna Sumo-Geist. Oh Gott. Mal wieder eine dieser lustigen Pendelkarten. Dann haben wir Geistervogel der Betörung. Der sieht sehr hübsch aus, muss ich sagen. Und die nächste Holo ist Macht der Wächter, eine Ausrüstung für dieses Zauberzähldeck-Thema scheinbar. Okay. Dann geht's weiter mit Mechritter Grüner Horizont. Wie wichtig der ist, weiß ich nicht, aber es gibt auf jeden Fall zwei Secret Rares in diesem Set hier, soweit ich weiß. Und dementsprechend ist das Deck-Thema nicht unbedingt ganz so günstig, leider. Dann haben wir Wiederherstellungszauberer. Okay, mal wieder ein random Cybers-Monster mit interessanten Pfeilen. Und dann kommen wir zu Tinwinkel-Beschützer noch. Alles klar. Ich bin mal gespannt, welche Secrets wir ziehen werden. Es gibt zwei Secrets, die mehr als 20 Euro gehen und die restlichen gehen so 5 bis 10 Euro. Also man kann keine komplette Scheiße ziehen bei den Secrets, aber naja, man muss schon ein bisschen Glück haben, um was Gutes zu ziehen. Weiter geht's mit Mahjong, Bronzemännchen, Mädchen. Okay. Flip, du kannst eine Karte ziehen, dann wirf eine Karte ab. Once per Turn, du kannst diese Karte in die verdeckte Verteidigungsposition ändern. 2000 Def. Ja, klingt ganz gut, so eine kleine Fun-Karte. Und auch mal wieder recht farbenfroh. Dann haben wir den Bitsoldat, wieder mal so eine random Cybers-Karte, die von der Hand gespecialt kommen kann, um halt Link-Plays zu enablen, aber keine Ahnung. Einfach nichts sagen, so ein bisschen. Dann haben wir Nagels Schutz. Dann Mechritter, Roter Mond nochmal und die nächste Holo ist Wendschrecken Kern. Sehr, sehr cool. Wie gesagt, ich liebe das Deckthema. Ich muss es auf jeden Fall endlich mal spielen. Ich schieb's die ganze Zeit vor mir her, weil es halt nicht so krass spielstark ist, aber ich muss es mal nachholen. Weiter geht's mit DD-Sucher. Holy shit. Eine DD-Karte? Du kannst ein offenes Monster wählen, das du kontrollierst, verbanne es bis zur Endphase des nächsten Spielzuges. Du kannst diesen Effekt von DD-Sucher nur once per turn verwenden, okay? Könnte interessant werden, mal schauen. Dann Untertaktungsübernehmer. Okay, das hört sich sehr seltsam an, muss ich sagen. Dann haben wir Greiferangler und Eulers Kreis. Alles klar. Sehr viel von Tim Winkel. Ich muss mir das Deckthema mal anschauen. Vielleicht kann es ja was. Aber ich denke, es ist eher ein Fun-Deck. Dann geht's weiter mit Spaltenwanderung. Wähle ein Monster in deiner Main-Monster-Zone, bewege das gewählte Ziel in eine andere deiner Main-Monster-Zone. Quasi Sehnetzschalter als Quickspell. Könnte interessant werden, eventuell. Mal schauen. In einigen Decks. Dann haben wir Tinwinkel-Engel, dann Flammen-Administrator, mal wieder Cybers, also mal schauen, ob das Ding was reißen kann. Dann haben wir Artefakt Mjölnir und das finde ich sehr cool, muss ich sagen. Mit der Karte hier kann man nämlich Artefakte wiederbeleben in der Runde des Gegners, die dann auch wieder Effekte triggern können, also die Karte ist auf jeden Fall vielversprechender als das Artefakt Vashra, was vor kurzem rauskam, weil das war einfach zu radikal, finde ich. Und ich finde auch, dass die Karte sehr cool aussieht. Dann haben wir König der Meister Erzunterwäldler, alles klar. Ein Unterwälder-Link-Monster mit guten Pfeilen, alles klar. Und dann haben wir Clara und Ruschka Bauchredner-Duo. Eine sehr skurrile Karte, muss ich sagen. Und relativ Konami-unähnlich, ne? Das sind so Animu-Girls, wer meine Streams verfolgt. Er wird beschworen mit einem Monster, was genormelt wurde und es zeigt nach oben. Das ist halt schon interessant. Und du kannst das Monster nicht bauen in der Main-Phase 2. Da kann man vielleicht Extra-Link mit enablen, eventuell in einigen Decks. Möglich wäre es. Dann haben wir Tinwinkel Basiswache. Tinwinkel, Spitzer, Cerberus und Mechritter, Grüner Horizont. Alles klar. So, weiter geht's. Mit dem nächsten Booster. Eine Ultra haben wir mittlerweile. Dann haben wir nochmal den Tinwinkel-Hund. Dann haben wir das Linkloch. Dann FA, Werkstatt auf Rädern. Das neue Bossmonster so ein bisschen von den FAs. Aber auch diese Karte überzeugt mich nicht komplett. Also, wir müssen uns überraschen lassen, ob das Deckthema wirklich was kann. Aber es ist auf jeden Fall besser als vorher. Das ist schon mal wichtig, weil mit dem ursprünglichen Support ist das Deckthema nicht gerade weit gekommen, muss man leider sagen. Dann haben wir Mystisches Ungeheuer Schakal noch ein weiteres Mal und Mystisches Ungeheuer Medusa. Irgendwie sehen die Karten ziemlich overdesigned aus, oder? Zumindest die hier. Die füllt irgendwie das gesamte Bild aus, als ob sie gar nicht reinpassen würde. Auf jeden Fall mal was anderes.
Dann haben wir Greifer-Angler. Was kannst du eigentlich? Wenn diese Karte deinem Gegner Kampfschaden durch einen direkten Angriff zufügt, du kannst ein Monster in deinem Friedhof specialen. In die Verteidigungsposition. Ah, stimmt, von der habe ich schon gehört. Damit kannst du quasi alles holen. Das ist eigentlich interessant, muss ich sagen, für Fundex und so. Aber ich glaube nicht, dass die Karte so stark ist. Aber sie ist ein Empfänger und das ist schon mal ganz praktisch. Dann haben wir Parthisches Manöver. Am Ende der Battlephase, die Endphase dieses Spielzugs beginnt. Das ist sehr interessant. In der Runde des Gegners zum Beispiel. Also das könnte vielleicht was reißen, mal schauen. Dann haben wir Linkgurt Wanddrache. Okay, der sieht sehr cool aus. Und Wackelclown. Noch mehr von Cybers. Ja, ja, spammt sie wieder alle raus, die Karten. Ich verstehe schon. Ich glaube nicht, dass es zu einem richtigen Typen wird. Ich glaube, es wird einfach ein Link-Spam. Das ist sehr komisch auf jeden Fall. Dann haben wir den Ruf des Erzunterwäldlers als Fallenkarte. Dann den Mech-Ritter Oranger Sonnenuntergang. Dann Tinwinkel Belunay? Ich weiß nicht. Dann haben wir Sichere Wache als Kamen. Und Vektor Schrecken Erzunterwäldler. Sehr cool. Der sieht ganz nice aus, muss ich sagen. Mal wieder was von Cybers. Und die nächste Holo ist Edelsteinritter Phantomquarz. Ja, die Gem Knights bekommen auch ein Link-Monster mit guten Pfeilen. Macht auf jeden Fall Sinn. Und irgendwie gefällt mir der Super-Rare-Effekt hier sehr gut, ne? Keine Ahnung, das wirkt irgendwie besonders. Wahrscheinlich irgendwie, weil das Monster sehr viel vom Bild einnimmt und deswegen kommt dieser Glitzer-Effekt besser zum Tragen, wenn man ihn dann wirklich auch mal sieht. Dann geht's weiter mit Geistertrick Renovierung. Auch die bekommen mal wieder was. FA Stadt Grand Prix. Noch ein Field-Spell, haben die nicht langsam mal genug? Und Feuergefängnis. Ein Field-Spell für Drachenmonster? Okay, interessant. Das könnte vielleicht ganz gut sein. Ich weiß noch nicht so viel über die ganzen Karten aus dem Set hier, aber ich denke mal, beim nächsten Opening kann ich dann zu einigen Karten mehr sagen. Aber mal schauen. Weiter geht's mit Yokozuna Sumo-Geist. Dann haben wir Tinwinkelhund, dann Linkloch, alles klar. Kann ich auch mal durchlesen. Falls du ein Monster mit Link 4 oder höher kontrollierst, zerstöre Monster, die dein Gegner kontrolliert, bis zur Anzahl der Monster mit Link 3 oder höher, die du kontrollierst. Okay, das wirkt ein bisschen zu speziell irgendwie. Dann haben wir Wendschreckenangriff als Rare. Eine Quickspell. Sieht auch wieder sehr cool aus. Und dann haben wir Wendschreckenkriegsherr nochmal als Super Rare. Dann Wackelclown, Eulerskreis, Linkgurt Wanddrache und Tinwinkel Beschützer. Wir bekommen irgendwie sehr viel Tinwinkel, ne? Die spammen so ein bisschen die Commons zu, habe ich das Gefühl. Ein weiteres Zeichen dafür, dass das Deck hier immer nicht so gut ist, weil wenn die ganze Zeit die Karten in Kamen gespammt werden, naja, dann glaubt Konami nicht so sehr ans Deckthema normalerweise. Weiter geht's mit Sichere Wache. Dann haben wir Wattkinetischer Puppenspieler. Die ist sehr interessant. Die Karte ist nämlich quasi eine Handtrap und man kann damit gegnerische Karten bewegen. Und das kann praktisch sein, wenn man damit irgendwelche Strategien des Gegners zerstören kann. Ich denke mal, das hat Potenzial später beim Link-Format, aber aktuell gibt's wahrscheinlich Besseres. Dann haben wir den Bitsoldaten nochmal, dann Zombino. Ein Zombie-Monster mit 2000 ATK und Stufe 4. Hat ja auch noch gefehlt so ein bisschen. Die zwei sind so nah, sterben und erstehen auf, echt unzertrennlich. Okay, der Text ist ein bisschen komisch. Die Karte ist eine Shortprint und ich denke mal, die wird auch mal gespielt werden, aber naja. Ist halt nur normales Monster im Endeffekt als Beatstick. Dann haben wir Geflüster des Weltvernichters als Rare und die nächste Holo ist die Medusa. Okay. Dann haben wir nochmal Tinwinkel-Basiswache, Greifer-Angler schon wieder und FA-Navigationssystem. Wieder so ein Anime-Girl. Wieso nicht? Okay. Wir haben auch langsam die erste Hälfte durch, also so langsam könnte mal eine Secret erscheinen. Wird langsam Zeit. So, weiter geht's mit Kuro Obi Karategeist, okay. Passt wohl zu diesem Sumo-Monster. Dann haben wir Flammenadministrator. Genau, das meinte ich. Dann haben wir Wendschreckenangriff nochmal als Rare. Und die nächste Holo ist Overtex Kuvatlus. Oh Gott, du siehst sehr sonderbar aus. So ein bisschen wie ein finsteres Pelipper in 10-mal cooler. Wer Pokémon kennt. Alles klar. Dann haben wir FA Stadt Grand Prix, Geistertrick, Renovierung, dann Parthisches Manöver und Deitanz. Ich warte noch so ein bisschen auf eine lustige Fun-Karte, aber dazu später mehr, wenn wir sie ziehen. Es ist eine Shortprint, deswegen kann es ein bisschen dauern, bis wir die sehen, aber ich denke mal, einmal werden wir sie auf jeden Fall bekommen. Aber wie gesagt, dazu später mehr. Weiter geht's mit Mjölnir, dann haben wir nochmal den Sonnenuntergang, alles klar. Dann Tinwickelhund, dann haben wir die Spaltenwanderung nochmal. Dann Mystisches Ungeheuer Schakal als Rare. Und die nächste Holo ist sehr, sehr cool, Isolde. Heldin zweier edler Rittergeschichten. Genau. Die Karte ist sehr spielstark in Kriegerdecks, auf jeden Fall. Deswegen wunderbar für mein Satellana-Deck. Das ist, wie gesagt, mein Lieblingsdeckthema. Und es ist halt ein Link-Monster für die Noble Knights. Eine sehr gute Karte, die Karten raussuchen kann. Das macht die ganzen Plays von Noble Knight etwas konstanter.
Und ich denke mal, sowas hat das Deckthema auf jeden Fall gebraucht. Deswegen sehr, sehr cool. Nehme ich gerne mit. Gute Ultra Rare. Dann haben wir Mech-Ritter, Grüner Horizont, dann Tinwinkel, Spitzer, Cerberus und Linkgurt, Wanddrache. Ich werde versuchen, bis zum nächsten Opening dann mal ein bisschen was in Erfahrung zu bringen zu diesen Tinwinkel-Karten. Vielleicht können die ja doch was. Mal schauen. Vielleicht unterschätze ich sie gerade. Aber ich habe von denen bisher noch nicht viel gehört. Dann haben wir Tinwinkel, Eindringling, okay, noch mehr. FA Testfahrt, dann Stripping Partner, wie gesagt, Random Cybers Monster. Dann Stahlschar Herkunft, sehr cool. Da bekommen die Elschar Monster auch mal ihr Link Monster. Und es sieht ein bisschen nichtssagend aus irgendwie. Sehr finster auf jeden Fall. Obwohl es ein Lichtmonster ist. Das ist wunderbar, aber okay. Und der nächste Holo ist Zephra Metaltron. Sehr, sehr cool. Das Link-Monster von Zephra, was gar nicht mal so schlecht ist. Ich meine, die Pfeile sprechen für sich, das ist auf jeden Fall vielversprechend. Und ich denke mal, damit kann Zephra auf jeden Fall sehr viel anfangen, weil Zephra ist gar kein so schwaches Deckthema. Es ist gar nicht mal so leicht zu spielen, aber es kann einiges und es hat eine Menge Support mittlerweile, also wieso nicht. Dann haben wir Wackelklau nochmal, Feuergefängnis, dann FA-Navigationssystem und Kaliberkühlung. Okay, und dann kommen wir jetzt auch endlich mal zur zweiten Hälfte. Und ich werde jetzt etwas schneller mal die Comments durchrotieren, weil irgendwie brauche ich heute ewig. Zumindest kommt es mir gerade so vor, dass wir ewig brauchen. Weiter geht's mit Bitsoldat. Dann haben wir Mayong, Bronzemännchen, Mädchen. Dann Ruf des Erzinterweltlers. Dann haben wir Clefor Genie. Alles klar, Clefor bekommt hier auch sein Linkmonster, wie gesagt. Und ja, es geht besser, sag ich mal. Aber ich denke, Clefor kann jetzt wieder mehr machen. Die haben halt schon hart aufs Maul bekommen von den neuen Panel-Regeln. Und deswegen, naja, ist es vielleicht gut so, dass die jetzt ein Linkmonster bekommen. Und der nächste Holo ist Wendschrecken Kern als Super Rare. Dann haben wir die Aussperrwache, die war schon eine Super Rare in Circuit Break, in der Special Edition. Dann haben wir Weltvermächtnis, Weltschild, dann Rüstung bis Parallelports, die andere, ja, Promokarte quasi, die es schon gab, und Wackelclown. So, dann würde ich sagen, lege ich mal die Commons so ein bisschen zur Seite. Weil so langsam habe ich hier kaum noch Platz, das ist nicht so angenehm für so ein Opening. Machen wir das mal so, alles klar, weiter geht's. Weiter geht's. Wir haben noch keine Secret gesehen. Holy shit. So, wir haben den Kuro Obi nochmal. Dann haben wir den Sonnenuntergang nochmal. Dann den Stripping Partner. Cynet Auffrischung. Dann haben wir Metallraketendrache als Rare. Die Raketenmonster brauchen auf jeden Fall auch noch ein bisschen Support. Aber ich denke, die haben eher Potenzial, was zu machen als die FAs. Aber vielleicht verschätze ich mich da auch. Mal schauen. Ich werde mir da mal den neuen Support anschauen. Und dann haben wir Geheimnis des Weltvermächtnisses als Ultra Rare, alles klar. Das ist eine recht gute Supportkarte für die Mech-Ritter, deswegen verstehe ich, dass sie eine Ultra Rare ist, aber naja, ich denke, da wären andere Ultra Rares für mich passender gewesen. Dann haben wir Feuergefängnis, dann Daitans und Untertaktungsübernehmer. Boah, ich bin so gespannt, was für Secrets wir gleich ziehen werden. Da kann, wie gesagt, einiges Cooles dabei sein. So ein Elektrum wäre schon sehr nice, weil wir haben ja sowieso in diesem Monat sehr viel Glück, also möglich wäre es. Weiter geht's mit Spaltenwanderung, dann haben wir Techniken der geheimen Schriftrolle, dann Tinwinkel, Dulunay oder Delaunay, ich will gar nicht wissen, wie man es ausspricht, ohne Witz. Dann haben wir Edler Ritter für Ruhm und Ehre, was kannst du denn? Wähle ein Noble Knight Monster, das du kontrollierst, rüste es mit einer Ausrüstungszauberkarte von deinem Deck aus, sehr cool, mit dem das gewählte Ziel ausgerüstet werden kann. Ja gut, macht Sinn, ne? Ich würde mal sagen, dass die Karte ganz cool ist. Und dann haben wir Altergeist Erscheinung als Super Rare, die ist irgendwie sehr sonderbar gezeichnet, ne? Also so ein Artwork habe ich bisher selten gesehen in Yu-Gi-Oh! Dann haben wir Linkgurt Wanddrache, dann Rüstung des Parallelports, DD-Sucher und Aufsteigen Ei. Ich glaube, so spät habe ich noch nie beide Secrets gezogen, oder? Normalerweise zieht man ja in der ersten Hälfte schon das Secret, aber dass wir so spät beide sehen, naja, mal schauen. Weiter geht's mit den Techniken, dann haben wir den Eindringling nochmal, dann Stripping Partner, dann Flammenadministrator nochmal, dann König der Meister, Erzinterweltler nochmal als Rare und die nächste Holo ist Macht der Wächter als Super Rare, schon wieder keine Secret. Dann Mech-Ritter, Grüner Horizont, dann Hoppla, jetzt kommen wir zu der Karte. Wähle eine Karte, die du kontrollierst und zerstöre sie. Eine richtig interessante Fun-Karte für Fun-Decks und auch eine Shortprint. Wie gesagt, auf die Karte habe ich gewartet, die ist auf jeden Fall sehr sonderbar. Bin gespannt, wie man die abusen wird, weil die ist auch sehr langsam als Falle, also mal was anderes, könnte man sagen. Und dann Kaliberkühlung. Alles klar. So. Heute rutscht mal wieder alles durcheinander, weil wir so viele Top-Mint-Karten haben. Ist halt ein frisches Display. Dementsprechend auch verständlich. So, weiter geht's mit Nagelschutz. Dann haben wir Wattkinetischer Puppenspieler. FA-Testfahrt, dann Schlüssel des Weltvermächtnisses als Rare. Und die nächste Holo ist Pendelparadox als Secret. Alles klar. Die ist nicht so spannend, aber hey, wieso nicht?
Füge deiner Hand zwei offene Pendelmonster mit demselben Pendelbereich, aber unterschiedlichen Namen von deinem Extra-Deck hinzu. Du kannst nur ein Pendelparadox pro Spielzug aktivieren. Damit bekommt man so ein bisschen seine Ressourcen zurück, was im Link-Format ganz praktisch ist, weil die ganzen Karten ja nicht mehr auf einen Schlag einfach so aus dem Extra-Deck gependelt werden können. Denn du musst jetzt wirklich das Ganze in die gelinkte Zone beschwören und das ist teilweise nervig. Und ich denke mal, das hier soll dem entgegenwirken, aber naja, es gibt Besseres, denke ich mal. Aber mal schauen. Vielleicht würde sich auch krass durchsetzen, bin gespannt. Dann haben wir den Grand Prix nochmal, dann Geistertrick Renovierung, Eulers Kreis und DD Sucher. Dann geht's weiter mit FA Werkstatt auf Rädern, dann haben wir Sichere Wache, dann Cynet Auffrischung, Bitsoldat, dann Geflüster des Weltvermächtnisses als Rare und die nächste Holo ist Kurios, Lichterverfehlter Herrscher, sehr cool, auf den habe ich schon gewartet. Ich finde die Karte sieht sehr unpassend aus für das Thema irgendwie, also ein bisschen zu realistisch fast schon, ne? Aber okay. Auf jeden Fall hat jetzt Lightspawn sein Linkmonster und ich denke mal, das ist auch ganz praktisch, dass sie das jetzt haben. Dann haben wir Tinwinkel Basiswache, Untertaktungsübernehmer und Wiederherstellungszauberer. So, und wir suchen jetzt mal nach der letzten Secret. Langsam wird's Zeit. Ich hoffe so ein bisschen auf Draco Serpent, weil die Karte würde ich auch gerne behalten, denn, naja, sie ist sehr spielstark. Aber so ein Elektromär natürlich auch nicht schlecht. Weiter geht's mit FA Werkstatt auf Rädern, dann haben wir Mayong, Bronzemännchen, Mädchen. Dann Kuro Obi nochmal, Tinwinkel Engel, dann mystisches Ungeheuer Schakal schon wieder und der nächste Holo ist schon wieder der Kurios, okay, zweimal direkt hintereinander. Dann der Wiederherstellungszauberer nochmal, Geistertrick Renovierung und Aufsteigen Ei. Und dann sind es jetzt noch vier Booster. Es fehlt auch noch eine Ultra. Weiter geht's mit dem Puppenspieler, dann haben wir die Signed Auffrischung, der Stripping Partner, Mech-Ritter, gelber Stern als Rare und der nächste Holo ist Macht der Wächter, haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gesehen. Dann der Weltschild nochmal, die Basiswache, der Übernehmer und der Grand Prix. Und dann haben wir den Sonnenuntergang schon wieder. Die Karte habe ich jetzt 1000 Mal schon bekommen, habe ich das Gefühl, oder? Kommt mir zumindest so vor. Ich habe ja meistens so eine Kammer, die ich irgendwie sehr häufig ziehe. Dann geht es weiter mit Tinwinkel, die Loney. Dann haben wir Bronzemännchen und Mädchen. Tinwinkel, Eindringling, dann Edler Ritter für Ruhm und Ehre als Rare. Und die nächste Holo ist Exkodiersprecher. Ja gut, das ist das Covermonster und quasi der neue Decotalker oder einer dieser Sprecherkarten. Das ist ja jetzt quasi so eine kleine neue Kartenserie, aber keine Ahnung, also das Design von der Karte hier kann ich gar nicht leiden. Aber gut, das ist unsere vierte Ultra, dann haben wir Beschützer, Wache und Sucher. Vorvorletztes Booster und die Spannung steigt so langsam, weil ein heftiger Pull kommt noch. Weiter geht's mit Zombino als Shortprint, dann haben wir Spaltenwanderung. Dann Tinwinkel Engel, dann Geflüster des Weltvermächtnisses als Rare und die nächste Holo ist nochmal die Medusa, ein drittes Mal, alles klar. Dann Wackelklauen, Kaliberkühlung, Kontakt C, die letzte Shortprint, die noch gefehlt hat. Ich muss aber sagen, die finde ich nicht so nice, weil der Gegner kann zwar nichts mehr beschwören dann aus dem Extra-Deck, was halt ja Kontakt C nicht benutzt, aber man kann Kontakt C ja schon recht easy verwerten für einige Plays. Also ich weiß nicht, ob diese spielstark wird, aber auf jeden Fall eine interessante Handtrap. Und dann haben wir FA Navigationssystem. Ein weiteres Mal. So, vorletztes Booster Pack. Und wir hoffen mal auf das Beste. Weiter geht's mit der Testfahrt. Dann haben wir den Sumo-Geist nochmal. Die Loney schon wieder. Dann nochmal die Techniken. Dann Metallraketendrache als Rare. Und die nächste Holo ist. Wenn Schrecken Kriegsherr. Okay, sie machen's spannend. Dann haben wir nochmal das Schild. Parallelports und Wiederherstellungszauberer. So, letztes Booster. Eine Secret fehlt noch. Jetzt bin ich natürlich gespannt. Electrum oder Draco Serpent. Der Rest ist nicht so geil. Also, ich würde mich auch nicht beschweren über eine 10-Euro Secret, aber natürlich wäre es cooler, was Krasses zu ziehen. Weiter geht's mit Flammenadministrator. Dann haben wir Tinwinkel Eindringling. Dann Mjölnir. Dann haben wir den gelben Stern, der sogar recht spielstark ist. Und dann haben wir als letztes Secret Mech-Ritter Violetter Nachteinbruch. Okay. Das war kein sonderlich gutes Display, muss man leider sagen. Aber hey, immerhin eine Mech-Ritter-Karte. Wie gesagt, zwei der wichtigen Monster aus dem Thema sind hier als Secret drin. Und das macht auch Sinn, weil das Deckthema auf jeden Fall ein bisschen was reißen könnte, eventuell. In einigen Mixen. Dann haben wir Pathisches Manöver nochmal, Navigationssystem, Spitzer Cerberus und die Wache. Und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum Recap der heutigen Folge. So, dann würde ich sagen, kommen wir mal zum Recap. Und ich muss sagen, dieses heutige Opening war extrem anstrengend. Ich hoffe mal, ihr habt es nicht bemerkt, aber viermal, Leute, sind verdammte Krankenwagen vor meinem Fenster rumgefahren, ja. Viermal in einem fucking Opening, in einer halben Stunde. Zweimal wurde ich unterbrochen,
Aber wir haben es hinter uns gebracht und ich hoffe mal, ich konnte es ganz gut zusammenschneiden, dass es euch nicht gestört hat. Aber egal, bei den Shoplands haben wir 5 Karten. Und zwar zunächst mal 2x Zombino. Dann haben wir noch Kontakt C, Platztausch und Hoppla. Das sind sehr interessante Karten, muss ich sagen. Ich glaube, so interessante Shoplands habe ich selten gesehen. Das ist der Wahnsinn. Mal was vollkommen anderes. Bei den Rares haben wir 4x den Schakal, 3x das Geflüster, dann 2x den Roten Mond, 2x den Gelben Stern, 2x den Metallraketendrachen, 2x den König der Meister Erzinterwäldler, dann noch 2x Edler Ritter für Ruhm und Ehre, 2x Wendschreckenangriff und dann jeweils 1x Geistervogel der Betörung, dann Vektorschrecken Erzinterwäldler, Stahlscher Herkunft, Klifor Genie und Schlüssel des Weltvermächtnisses. Bei den Super Rares haben wir auch eine Menge gezogen und zwar zunächst mal 3x die Karte Medusa, dann 3x den Wendschrecken Kriegsherrn, der ganz cool ist. Ich muss sagen, ich habe ja auch die Secret Ritualkarte sehr oft gezogen, ne? Also irgendwie mag mich dieses Deckthema, es ist der Wahnsinn. Irgendwie soll ich spielen, scheinbar im Real Life. Dann haben wir 3x Macht der Wächter, dann jeweils 2x Wendschrecken Kern und der gute Kurios und jeweils 1x Overtex Quadlus, okay, komischer Name. Zephra Metaltron, Edelsteinritter, Phantomquarz, dann haben wir Altergeist Erscheinung und es kann nur einen geben. Bei den Ultra Rares haben wir 4 Karten und zwar erstmal den Exkodiersprecher, den ich tatsächlich ziemlich hässlich finde, also der ist gar nicht mein Geschmack. Dann haben wir Isolde, die ist sehr cool. Dann haben wir Clara und Ruschka, auf jeden Fall mal was anderes, auch wenn es ein bisschen Anime-like aussieht. Und Geheimnis des Weltvermächtnisses als Ultra Rare. Und dann haben wir noch 2 Secrets und zwar relativ lame Secrets leider. Und zwar Mech-Ritter, Violetter Nachteinbruch, der sogar ein bisschen gebandet ist aus irgendeinem Grund. Und Pendelparadox, das ist nicht ganz so sehr gebandet, also irgendwie, keine Ahnung, ist der Mech-Ritter so ein bisschen gebandet, egal. 2 Secrets, die nicht allzu spektakulär sind und gepaart damit, dass dieses Opening sehr nervig aufzunehmen war, ist heute irgendwie einfach nicht mein Tag, aber was soll's. Ich denke mal, dass bei den nächsten Displays, die wir so aufmachen werden, hiervon mehr drin ist, hoffe ich zumindest. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bald wieder mit dem nächsten Opening. Wie gesagt, in ein paar Tagen oder Wochen kommt dann das Opening mit den 2 Displays auf einmal, wo ich dann auch ein bisschen mehr zu diesem kleinen Deckthema sagen kann, zu diesem Winkeldeckthema. Mal schauen. Und an dieser Stelle natürlich trotzdem Dank an meinen Sponsor für dieses Opening. Die können ja nichts dafür, dass es so kacke gelaufen ist. Und da würde ich sagen, bis bald. Tschüss und denkt auch bitte an den Rabattcode, damit das Sponsoring noch lange weitergehen kann.